Willkommen zurück zu Assassin's Creed 2 mit der nächsten Hauptmission. Der letzte, der noch steht, die Verhandlung von Petruccio, Giovanni und Federico beiwohnen. Und dann schauen wir uns mal an, was da denn so passiert. Das hat ja sicherlich was mit unseren Geliebten zu tun. Ja, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Oh, das sieht nicht gut aus. Giovanni Auditore, ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt. Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. Ich wünschte, ich könnte spielen. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden. Vater! Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen! Dafür werde ich dich töten! Wachen! Ergreift ihn! Das sieht nicht gut aus. Oh! Aber tötet! Was auch immer das heißen mag. Lauf jetzt los, Junge! Und zwar schnell! Danke für den Hinweis! Ich hau dann einfach mal ab. Oh Gott, ich habe jetzt keine Zeit für irgendwelche WhatsApp-Nachrichten. Muss entkommen. Ja, wir sind tatsächlich mächtig am Arsch, könnte man sagen. Ich glaube, es sind noch unsere weiblichen Familienmitglieder. Werden hier verfolgt bis auf den Tod. Die hassen uns förmlich. Bleibt einfach mal ein bisschen herumspringen, wenn wir schon die Funktion haben, wenn schon die Funktion freigelegt ist, dass wir manuell springen können. Am besten zum nächsten Fluss springen, wo man reinspringen kann, aber ja, wir locken die Schar praktisch an. Ich weiß einfach nicht, wohin mit uns. Hätten wir vielleicht welche besiegen müssen? Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Es gibt zum Glück keine Schusswaffen. Ja, in anderen Assassin's Creed Spielen wäre das ein bisschen fataler. Aber hier gibt es noch keine Schusswaffen. Also jetzt außer Reichweite. Und haben es geschafft. Das ist synchronisiert und bekommen eine Silbertrophäe dafür. Ich glaube, wir haben jetzt eine Sequenz beendet. Ja, genau, Sequenz 1 beendet. Okay, was auch immer das zu bedeuten hat, wir werden jetzt praktisch rausgezogen. Und es geht direkt weiter in der Republik Florenz. Ich habe einen Auftrag. 1476. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Und die brauchen wir! Ja, doch wie geht's jetzt weiter? Geht es irgendwie mit was Story-Relevantem weiter? Wir können uns nicht bewegen. Gott tatsächlich. Sei Dank. Ich habe euch überall gesucht. Ich konnte sie nicht stoppen, Manetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir, wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. Ja, da begeben wir uns auch gleich hin. Und jetzt haben wir auch Geld. Meine ich zumindest, dass wir das jetzt endlich haben. Und hier, was können wir hier eigentlich machen? Hier können wir unseren Mantel umfärben, wenn der schon mit uns interagieren möchte.
Vielleicht jetzt noch nicht, weil jetzt aktuell werden noch Sachen erklärt. Vielleicht soll ich mal die Karte aufrufen und schauen, ob hier irgendwie diese Augensymbole sind, die wir einsammeln müssen, Fragezeichen. Schnellreisestation, Schmied. Ne, da ist noch gar nichts eingezeichnet, komischerweise. Es liegt daran, dass wir so wenig Aussichtspunkte haben, nehme ich mal an. Rennen. Ja, also von diesen Rennen werde ich auch kaum was machen. Und ja, gehen wir einfach zur nächsten Hauptmission, würde ich mal sagen. Bis dahin finden wir eventuell tolle Sachen, die uns glücklich machen. Und die bringen uns zum Lachen. Und ich sollte aufhören, Sachen zu sagen, die sich reimen, weil das verleiht dem Let's Play keine Seriosität, meine Freunde. Denn wir sind ja leider schon im Verzug, was das Let's Play angeht, weil ich nicht aufgenommen habe seit Dezember. Und das ist jetzt praktisch die erste Aufnahme im Jahr 2017. Am 14. Januar nehme ich das auf und dass hier ein Heuhaufen ist, das ist so offensichtlich. Haben wir, ja, wir haben auch kein Schwert. Ich muss mal schauen, ob wir überhaupt, wie kommen wir nochmal an Medizin ran? Ach so, da, über dieses Waffenrad. Also wir haben dreimal Medizin. Ja, bleiben wir einfach so, wie wir aktuell sind. So wie wir sind, sind wir gut. Ja, besiegen wir die einfach mal. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Vollkommen ohne Schwert. Der ist schon mal besiegt. Ja. Du legst dich mit uns an. Ja, die sind schon ein bisschen hartnäckig. Ja, so schnell kann es gehen. Immer schon auf den Boden werfen und dann haben wir das auch schon hingekriegt. Kann man den auch irgendwie endgültig finishen oder? Ne, der ist einfach nur tot. Ah ne, der bewegt sich noch. Aber er wird seinen Beruf nicht mehr ausführen können. Das schwöre ich euch. Na, die geben relativ wenig, da lohnt sich das nicht. Das lohnt sich doch alles nicht. Das ist doch der Wahnsinn, Freunde der Nacht, der modernen Unterhaltung. Und einkaufen werde ich nicht. War hier nicht noch irgendwie ein Aussichtspunkt? Question mark. Ja, wir kommen da direkt vorbei. Hätte ich, glaube ich, gar nicht markieren brauchen. Denn da laufen wir sowieso dran vorbei. Aber Haupt, was gemacht ist, das ist gemacht. Friends. Peoples. Na, Mist, so. So fliege ich nun in den Tod, das ist sehr schön. Doch wer ist das eigentlich? Ach so, das ist ein Gegner. Das hätte ich mir eigentlich denken können, der war halt so markiert. Ich weiß, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, weil das ist auch die erste Aufnahme nach meiner letzten Pokémon Sonne Aufnahme oder Pokémon Mond eher gesagt. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich Mond Let's Played habe und nicht Sonne. Ja, und ursprünglich vielleicht auch mal was erklären. Dieses Let's Play war eigentlich schon viel früher geplant gewesen. Und zwar hätte ich eigentlich schon im Dezember das starten wollen. Habe mich allerdings dann doch ein bisschen geirrt, weil ich dann später immer gedacht habe, ich würde es im Januar starten. Aber, ja, man kann sich irren. Und das war auch nicht so toll. Ich sollte meine Finger weglassen von der X-Taste, weil ansonsten springe ich nur irgendwo hin, wo es nicht so schön ist. Wo nicht der Pfeffer wächst. So macht man das. So macht es der Spezialist. Ich weiß nicht, ab welchem Spiel eigentlich muss man auf diesen Stick da drücken. Auf L3. Gibt's anscheinend gar nicht. Oder das gab's in Assassin's Creed 1. So, 8 von 73. Nein, ich möchte als nächstes gerne hier rein. Aber ich stehe unter Beobachtung anscheinend. Daher geht das nicht. Oder kann ich jetzt vielleicht interagieren? Ach so, ich kann so interagieren mit Kreis. Komisch. Seltsam.
Okay, ich kann mir schon denken, was das hier ist. Ich glaube, das ist das falsche Gebäude. Nein. Nein, das ist es. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Messer Ezio. Annette hat eine hohe Meinung von euch. Ich ahne, warum. Danke für die netten Worte, Madonna. Aber bitte, nennt mich Paola. Danke, dass ihr meiner Familie euer Haus öffnet. Das war ja wohl das Mindeste. Ihr müsst müde sein. Wollt ihr... Nein, danke. Ich kann nicht bleiben. Warum? Was wollt ihr tun? Ich töte Uberto Alberti. Ich verstehe eure Lust nach Rache nur zu gut, aber der Gonfaloniere ist ein mächtiger Mann. Ihr seid kein Mörder, Ezio. Spart mir die Ansprache. Aber ich kann euch zu einem machen. Und wieso wollt ihr mir beibringen, zu töten? Das nicht. Ich bringe euch bei, wie man überlebt. Kommt. Anpassung, die Methoden der Kurtisanen lernen. Ach so, das ist ja auch was Neues. Im Geschäft ist Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen. Und so taucht man unter. Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Interessant. Ja, man kann auch in Gruppen von Zivilisten untertauchen. Das machen wir ja gerade. Machen wir das einfach bei der anderen auch. Sehr gut. Jetzt geht es anscheinend weiter. Und ich soll sie hier beschützen, auch wenn ich nicht glaube, dass hier irgendjemand mit uns kämpfen möchte. Wir sind immer noch der Bad Boy. Yeah. Indem sie sich zu Zivilisten auf eine Bank setzen. Ja, das geht auch. Soll ich das jetzt etwa tun? Nee, ich tauche jetzt einfach mal unter. In der Menschenmenge. In der Menschenmenge. Wo kommt der denn her? Okay, schnell die Menschenmenge suchen und bloß nicht rennen, weil das neutralisiert das Ganze wieder. Und so will auch keiner in unserer Nähe bleiben, weil wir halt zu hasprig sind. Und nochmal und nochmal. So überlebt man der Großstadt, Leute. Und Florenz ist so eine, auch wenn es ja hier eine Republik ist. Ich setze mich am besten auf die Bank. Genau so. Da muss man gar nichts drücken. Das ist ja wundervoll. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Das machen wir alles falsch. Irgendwann müssen wir auch mal unser verdammtes Ziel erreichen. Weil es ist witzig, so rumzulaufen, aber irgendwann ist der Witz aus dieser Aufgabe auch draußen. Also irgendwann ist auch die Luft raus. Aber das sieht gut aus nach dem Ziel. Das ist, glaube ich, eine Sackgasse. Die Sackgasse ist das Ziel. Gleis 9¾ Fragezeichen. Ach so, wir sind im Kreis rumgelaufen, toll. Nun, da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stiehlt. Das weiß ich schon. Und das ist voll fies. Dieb! Dieb! Wenn ihr jemanden gestohlen habt, dürft ihr nicht verweilen. Hilfe! So heiß ich... Toll, und wir wissen auch genau, wo sich das Geld befindet. Interessant. Meine Güte, sieht das komisch aus. Das sieht ja... Warum tragen die alle keine Schuhe oder so in der Art? Sobald ihr sie beraubt habt. Fünf verschiedene Personen bestehen, okay. Oh ne, es geht hier nicht auf der Bank. So fortgeschrittenes Spiel an.